Wollen wir mal ein paar Leute reinholen? Vielleicht. Hallo? Sag mir gerne, wie lange ich noch warten muss, ob da noch mehr Leute draußen sind. Ja, ein Luftruinenfestival, bei dem alles glatt läuft. Ich weiß nicht, ob das da noch ein Luftruinenfestival ist. Hallo, hallo, setzt euch gerne hin, kommt rein. Hallo und herzlich willkommen zum 8. Luftruinenfestival. Damit wir hier so einen reibungslosen Ablauf haben, werde ich auch nicht weiter großartig ganz viel jetzt reden, sondern auch ankündigen. Ich glaube, ich werde einfach meine Moderation ein bisschen kürzen, dann sparen wir auch noch ein bisschen Zeit, falls man die überhaupt sparen kann. Jetzt kommt eine wunderbare Autorin zu uns. Und sie kann selber gleich ganz viel über sich erzählen. Bestimmt auch viel besser als ich. Vor allen Dingen, mit welchen Büchern sie heute da ist. Sie hat schon sehr viele rausgebracht und welche heute hier auch zu kaufen sind. Da habe ich nämlich irgendwie den Überblick verloren, muss ich gestehen. Hier ist für euch Sibylle Lengauer. Weit angereist aus meiner Heimatstadt Rottach am See. Viel Spaß. Ich bin Sibylle Lengauer, ich komme ursprünglich aus Österreich, lebe jetzt schon seit über 20 Jahren in Deutschland, bin also eine von euch und habe euch ein paar Texte mitgebracht. Und weil wir ja ein bisschen unter Zeitdruck sind, starte ich direkt los. Das Foto vom Sunset upon Aurillac. Fremde, du kannst ein ganzes Leben ausfüllen in einer Stadt, von der ich noch nie gehört habe. Du kannst heranwachsen und eine Geschichte entspinnen, kannst deinen Charakter entfalten und groß werden in jener Stadt, deren Namen ich nicht kenne. Du kannst ein Elternhaus haben, kannst eine Schule besuchen, kannst einen Hamster besitzen und ihn Brokkoli nennen. Du kannst deine Ausbildung machen oder weiter studieren, kannst gute Freunde gewinnen, sie aus den Augen verlieren. Du kannst spät nachts krakeelend um die Häuser ziehen oder zu Hause bleiben und einen Birnentoast backen. Du kannst dir das Herz brechen lassen, kannst deinen Kummer ertränken, kannst das Leben hassen und doch lieben, kannst zum Mond heulen und im Herzen etwas härter werden in einer Stadt, die mir unbekannt ist. Du kannst deine Haarfarbe wechseln, kannst dir die Beine rasieren, du kannst überteuerte Ratgeber kaufen und schwören, ein neuer Mensch zu werden. Du kannst dich beruflich neu ordnen, kannst steile Karriere machen oder durchhängen, bis nichts mehr weitergeht. Du kannst Tragödien durchleben, kannst Verluste verkraften, kannst das Schicksal täglich fordern oder die Tage treiben lassen in jener Stadt, von der ich nichts weiß. Du kannst Eindrücke sammeln, kannst Risiken bestehen, du kannst verrückt werden, weil du die Welt nicht erträgst. Du kannst Familie haben, kannst dich im Kinderlachen wiederfinden oder einsam langsam grau werden, ganz so, wie die Würfel fallen. Du kannst deine Heimatstadt lieben oder du kannst sie verachten, aber bitte, mach noch ein Foto von diesem Ort, den ich nicht kenne. Mach noch ein Foto vom Sunset upon Aurillac. Die letzten Monate waren so ein bisschen scheiße und irgendwie sind viel zu viele Leute gestorben. Und deswegen kommt jetzt erstmal der Text: Ich werd heute nicht. Ich werd heute nicht fertig mit Saufen, mein Freund. Mein Herz ist zu leer, es passt zu viel hinein. Glas auf Glas will ich die Leere ersäufen, jedoch die Nüchternheit folgt mir auf eiskalten Füßen. Ich werd heute nicht fertig mit Kiffen, mein Freund. Mein Herz ist zu schwer, es drückt zu stark nach unten. Zug um Zug will ich die Schwere zerfasern, jedoch
Die Nüchternheit folgt mir auf sandrauen Füßen. Ich werd heut nicht fertig mit all dem, mein Freund. Mein Herz ist zu traurig, es schwert und meandert. Stund auf Stund will ich die Traurigkeit dämpfen, jedoch dein Tod schleicht mir nach auf ernüchternden Füßen. Könnt ihr mich hören? Ja. Okay, alles klar. Ich könnte bei diesem Text Hilfe brauchen. Und zwar lese ich, sie haben mein Schloss abgerissen. Und dann wäre es total cool, wenn ihr sie haben sagen würdet. So, er ist entsetzt und erschrocken. Sie haben Industrieruinenromanze. Sie haben mein Schloss abgerissen. Ja. Sie haben es Schandfleck genannt. Mein Schloss. Ein faulender Zahn in der blühenden Landschaft, wo im Winter die Dohlen in Scharen ausschwärmen. Sie haben mein Schloss abgerissen. Ja. Sie haben es Makel genannt. Mein Schloss. Ein schwerender Pickel in grünender Aue, gleich neben den Hügeln aus Kohle gelegen. Sie haben mein Schloss abgerissen. Ja. Sie haben es Unzier genannt. Mein Schloss. Ein eitriger Dorn in der goldenen Weite, zwischen turmhohen Schloten, die Wolken ausspucken. Sie haben mein Schloss abgerissen. Das Ding ist irgendwie weggewandert. 23 Uhr. 23 Uhr und die Nachrichten sind schlecht. Aus den gutbürgerlichen Kellern drängen die Ratten zu ihrer nächtlichen Feier im Straßengraben. Gleich unter der Laterne hocken sie munter beieinander, dort wo morgens immer die Hunde hinpissen. Wahrscheinlich, weil es da streng nach Ratte riecht. So einfach ist das. 23 Uhr und die Nachrichten sind schlecht. Der Wind reißt bunte Spruchkarten vom Zaun der Grundschule. Blaue und gelbe Kärtchen in Folie verschweißt mit Smileys, Gedichten und Wünschen vom Frieden taumeln ziellos über die menschenleere Straße. Doch der Wind weht davon ganz unberührt und im Straßengraben feiern die Ratten und die Nachrichten bleiben schlecht. So einfach ist das. Vor dem Mikro flüchten, das hier so abgrubbelt. Klatsch es mir vor die Rübe, das wäre doch lustig. Ich kann auch ohne, ist echt nicht so schlimm. Nachrichten Overkill. Ich sitze aufrecht im Bett und krieg die Augen nicht mehr zu. Ich finde keinen Schlaf und mein Herz kommt nicht zur Ruhe. Immer wenn ich blinzle, flackern Großbuchstaben auf. Headlines über Mord, Gewalt und Zukunftsausverkauf. Headlines. Overkill in Nachtschichten, die Schicht um Schicht das Weltbild richten und sich schlicht zum Albtraum schichten. Headlines, die mir den Kopf verdrehen. Ich kann es wirklich nicht mehr sehen. Ich kann es wirklich nicht mehr sehen. Ich blinzle. Krieg, Blut, Artensterben, Amokfahrt in deiner Stadt. Fleisch ist Frust, die Welt in Scherben, Kindermund wird nicht mehr satt. Hier und da ein Missbrauchsfall, Schwurbler schwurbeln sich ins All. Ein Milliardär fliegt hinterher, dem fällt die Landung halb so schwer. Wo fängt News an? Wo liegt der Sack voll Reis, der umgefallen ist? Er wird schmerzlich vermisst, ja wirklich schmerzlich vermisst. Wohin fährt das Sommerloch, das ausgefallen ist? Es wird schmerzlich vermisst, herzlich schmerzlich vermisst. Wo hört News auf? Ich sitze aufrecht im Bett und krieg die Augen nicht mehr zu. Ich finde keinen Schlaf und mein Hirn kommt nicht zur Ruhe. Immer wenn ich blinzle, flackern Großbuchstaben auf. Headlines über Tod und Hass und Hoffnungsausverkauf. Headlines. Overkill in Extraschichten, die Schicht um Schicht das Weltbild richten und sich schlicht zum Albtraum schichten. Headlines, die mir den Kopf verdrehen. Ich kann es wirklich nicht mehr sehen. Ich kann es wirklich nicht mehr sehen.
Ich blinzle. Angst, Neid, Gräueltaten und noch zwei, drei Amokfahrten. Hitze, Stau, die Welt im Fieber, langsam kocht die Masse über. Jemand baut ein Klo aus Gold, Abtreibung ist nicht gewollt. Ein Millionär will König werden, wie im Himmel, so auf Erden. Wo fängt News an? Wo liegt der Sack voll Reis, der umgefallen ist? Er wird schmerzlich vermisst, ja wirklich schmerzlich vermisst. Wohin fährt das Sommerloch, das ausgefallen ist? Es wird schmerzlich vermisst, herzlich schmerzlich vermisst. Wo hört News auf? Der nächste Text ist ein bisschen schwierig, der heißt Kriegs-Mash-up, ist auch in den Luftruinen drin und ist ein Zusammenschnitt aus Online-Beiträgen und Kommentaren, die zum Krieg der Ukraine abgegeben wurden, so in der ersten Zeit, und die mir ins Auge gestochen sind. Also es ist ein Bastard-Lyrik-Mix-up. Das hier ist kein Videospiel, es ist eine schreckliche Zeitenwende. A moment that breaks your heart. Was für krasse Zeiten! Nazis, die mit Kommunisten kämpfen. Es ist kaum zu ertragen. Krieg ist nicht für alle schlecht. Finde ich sehr gut. Hashtag. Lasst euch nicht ablenken. Schaut euch das hier mal an. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Bitte teilen Sie dieses Bild. We watch wars on our screens. Mehr dazu in meinem Video. Please stop the war. Da kommt mir das Kotzen. Prayers. Dieser Mann ist ein Lügner und Kriegsverbrecher. So sieht ein Held aus. This is very emotional. Atomkrieg rückt in mögliche Nähe. Was für ein starkes Symbol. Die Moral wird wichtig sein. Vielen Dank, ihr Arschlöcher. Musste lachen. Retweet. So, und ich habe mir auch selber, ich bin ja auch im Internet unterwegs, so hier, ne, als Autor, so ein bisschen. Und dann habe ich mir auch einen Instagram-Kanal zugelegt, weil es hieß, du musst auch auf Instagram sein, die Welt braucht dich. Und ich brauche aber Instagram nicht. Und entstanden ist, dank Instagram, dein Foto finde ich gut. Dein sexy Foto finde ich gut. Einfach klasse, wirklich edel, richtig scharf. Ein Daumen hoch und oben drauf, ein feuchtes Küsschen, wenn ich darf. Das tut so richtig gut. Ich finde gut, wie gut das tut. Ja, ich find's gut, so gut. Dein Busenbildchen find ich gut. Echt bombastisch, volle Spitze, richtig toll. Ein Like für dich dazu, ein GIF, weil das schon was bedeuten soll. Das tut so richtig gut. Ich find's so gut, wie gut das tut. Ja, ich find's super, duper, hyper, mega, guti, gut. So, gut. Dein knappes Outfit find ich gut. Mächtig, prächtig, hit, verdächtig, voll genial. Ein Herz von mir dazu, ein Pick von meinem Dick, phänomenal. Das tut so richtig gut. Ich finde gut, wie gut das tut. Ja, ich find's gut, so gut, so gut. Reicht nicht. Es reicht nicht. Reicht nicht nur ganz knapp nicht. Nein, es reicht fast um die ganze Welt nicht. Geht nicht unter die Haut. Wirklich schade, aber reicht nicht für ein Happy End. Nicht, dass das etwas bedeuten würde. Es reicht nur eben nicht. Nein, es reicht nicht. Reicht nicht nur ein bisschen nicht. Nein, es reicht fast über den Horizont hinaus nicht. Zieht nicht bis in die Haarspitzen. Leben leider ungenügend. Hopp, hopp, zurück auf Start. Nicht, dass das etwas verändern würde. Reicht nur bedauerlicherweise nicht. Nein, es reicht. Es reicht. Es reicht einfach nicht. Es reicht nicht für einen krassen Endspurt. Reicht nicht für einen letzten Kraftakt. Es reicht, reicht, reicht nicht. Reicht einfach nicht. Verdammt, es reicht nicht.
reicht nicht nur beinahe nicht, nein, es reicht fast bis zur Endstation nicht. Kribbelt nicht unter den Fingernägeln. Was ein Jammer. Nicht, dass das etwas erklären würde. Reicht nur eben nicht. So, und einen habe ich noch. Der ist letzten Sommer entstanden, dass wir irgendwie die ganze Zeit nur richtig schönes Wetter hatten und es gar nicht mehr aufhörte, schönes Wetter zu sein. Petrichor. Fast schon, denke ich, vergessen, wie es duftet, wenn der erste Regen fällt. Fast schon, denke ich, der heiße Kuss des Sommers sei der letzte, lichterlohe Kuss der Welt. Doch wenn zur Abendstunde ferne Sterne knistern, trägt der Nachtwind mit zart gehauchtem Flüstern ein silbriges Versprechen an mein Ohr, Petrichor. Danke. Wir müssen den Ansager wiederholen, ne? Martin! Das ist hier ganz lausig organisiert heute. Ich habe dir gerade noch zugehört über Kopfhörer. Deshalb komme ich jetzt erst hier hin. Genau, ganz dolle gelauscht. Ja, das war Sibylle Lenkauer.